Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die zu persönlich Box von Lumara. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zu persönlich von Lumara, das Ganze am 25. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, so sieht das aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also hier lesen wir zu persönlich darüber Lumara. Es ist das vierte Album von Lumara und es sieht von diesem Sticker so aus wie irgendwie so ein, ja, so ein Schulbuch, so ein Schulheft, wo man immer diese Sticker hier drauf gemacht hat, um entsprechend kennzeichnen zu können, dass es das Buch der gewissen Person ist. Und dann haben wir hier jede Menge verschiedener Bilder. Also passend zum Albumtitel zu persönlich haben wir echt jede Menge persönliche Fotos aus der Kindheit vor allem. Also hier die junge Lumara in jungen Jahren hier zu sehen in allen erdenklichen Situationen. Und diese Cover-Optik zieht sich hier über alle Seiten. Auf der Rückseite haben wir weitere Fotos. Und dann lesen wir hier Limited Fan Edition, eine CD, in Klammer Album, Cap, Bag, Sticker. Das Ganze ist erschienen über Bazooka, das ist das Label. Und dann haben wir hier noch einen Barcode. Gut, es ist eine reguläre Clubbox, die geht allerdings, wie ich sehe, noch nicht auf, denn wir haben hier noch einen Sticker. Den werden wir auch mal aufschneiden. So, aber jetzt sollte das Ganze zu öffnen sein. Jawohl. So, das erste, was uns hier entgegenkommt, ist einmal die Cap. Dann haben wir Sticker. Einmal, zweimal. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Das Album an sich. Und dann haben wir hier noch eine Tragetasche. Von innen ist die Box in weiß gehalten. Packen wir mal zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist noch in Folie, also werden wir auch hier wieder aufschneiden. Ist die Frage, wo am besten, wo sind die Schweißnähte? Ja genau, hier oben. So, einmal durchziehen und dann geht's los. Also, so sieht das Album aus, wie auch schon die Box vom Design her. Hier lesen wir wieder Lumara und zu persönlich. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Auf der Seite lesen wir das auch wieder. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Auch wieder in dieser Sticker-Optik. 12 Tracks an der Zahl. So wie es aussieht, sind das allesamt Solo-Tracks. Also kein einziges Feature hier vermerkt. Wir haben hier Track 5, wenn ich könnte, den Mama-Song und dann Track 8, Papa-Song. Okay, ansonsten kann man hier keine Auffälligkeiten erkennen. Dann haben wir hier die Credits, also die Beteiligten des Albums und einen Barcode. Der mich jetzt etwas verwundert, denn meiner Info nach, also ich war der Überzeugung, dass das Album wirklich nur so physisch in der Box ist. Und dass es das regulär als CD gar nicht zu kaufen gibt und sonst nur digital. Aber ja, nachdem hier ein Barcode ist, gehe ich mal davon aus, dass es das eventuell auch im Laden gibt. Keine Ahnung. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Auch hier wieder Fotos. So, dann haben wir die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat dazu beigetragen, wer hat das Ganze produziert, den Text geschrieben und, und. Das kann man hier alles nachlesen. Zum Abschluss gibt es noch weitere Fotos und hier wieder Bazooka. So, also recht minimalistisches Booklet, natürlich wieder sehr viele Fotos, aber die wichtigsten Angaben zu den Tracks sind drin. So, die CD in dieser Sticker-Optik wieder, hier lesen wir wieder Lumara zu persönlich. So sieht die CD aus, jawohl. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte in einem sehr, sehr speziellen Design. Und zwar haben wir hier Lumara. Die dürfte hier nur in einer, ja, in so einer kleinen
wie nennt man das, in so einer Badehose, so wie die kleinen Mädchen da in dem Alter rumlaufen, angezogen sein. Dann hat sie hier noch einen schicken rosanen Sonnenhut. Und wir lesen hier, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Ja, das stimmt, dem kann ich nur zustimmen. Und dann haben wir hier noch eine Unterschrift und die ist original, also hier mit schwarzem Stift wurde hier unterschrieben. Rückseite sieht so aus, also blank weiß und diese Autogrammkarte ist im Hochformat. So, Sticker haben wir mit dabei, zwei Stück. Einmal diesen hier, kreisförmig, Lumara mit dem L, mit dem Logo. Und dann haben wir hier einmal zu persönlich und auch hier wieder das L. Also beide Sticker hier, zwar auf quadratischen Unterlagen, aber die Sticker an sich sind dann kreisförmig. Dann haben wir mit dabei einen eher ungewöhnlichen Artikel, auch wenn es schon manche Boxen gab, aber es ist doch eher die Ausnahme. Und zwar haben wir hier eine Tragetasche. Das Ganze ist zu einem, ja, ich würde mal sagen, hellbeige gehalten. Hier haben wir wieder riesengroß das L, darunter dann wieder der Albumtitel plus der Name der Künstlerin. Und das Ganze spielt sich hier ab vor einem Muster, und das ist, soweit ich es beurteilen kann, die Blume des Lebens, die sich hier im Hintergrund abzeichnet. Also verschiedene Blumen des Lebens, die hier diese Tapete bilden. Auf der Rückseite ist das Ganze blank in beige gehalten. Es dürfte vom Material her Baumwolle sein, aber wir schauen mal hinein, ob wir hier vielleicht irgendwo. Jawohl, hier haben wir es. So, was lesen wir denn hier? Westford Mill. W101 ethically produced, also es wurde ethisch produziert. AZO3 Beachfield Brands United Kingdom. Und das Ganze ist, wie angenommen, 100% Baumwolle. Gut. United Kingdom, Grüße gehen raus. Dann packen wir die Tasche mal wieder zusammen. So. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diesen hier. Und zwar eine Cap. Hier innen ist noch ein Stück Papier. Das kann man natürlich immer rausmachen. So, die Cap ist auch in einem Braunton gehalten. Hier auf der Vorderseite nochmal das Lumara L. Dann haben wir hier den Schirm in Braun. Der ist so ein bisschen, naja, so eine Stoffoptik. Also nicht glatt, sondern man kann das vielleicht hier sehen, so ein bisschen aufgeraut. Der Stoff sieht gut aus. Dann haben wir hier auch wieder über die gesamte Fläche hier dieses Muster, diese Blume des Lebens. Ansonsten hier in Braun gehalten. Hier auf der Rückseite haben wir dann aufgestickt, also so einen kleinen Streifen hier eingenäht und hier lesen wir zu persönlich. Das Ganze ist keine Snapback, sondern wir haben hier entsprechend einen Stoffriemen und so eine Metallschnalle und hier kann man dann entsprechend die Größe anpassen, sodass sie auch wirklich an jeden Kopf passt. Diese Kappe. Von innen ist das Ganze auch wieder in so einem, ja, ich sag mal, Goldbraun gehalten. Hier wieder in Braun. Und auch hier lesen wir wieder Lumara. Dann gibt es hier wieder das L. Und wir haben hier ein Etikett. So, was lesen wir hier? Main Fabric, also Hauptmaterial, ist 100% Baumwolle. Und das Innenfutter oder der Schirm und die Unterseite ist 100% Polyester. Das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Ja, recht ungewöhnliche Farbe, aber sieht echt nicht schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt generell nicht so der große Kappenfan, aber ist von der Optik echt mal was anderes. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cap, dann haben wir die Autogrammkarte mit schwarzer Unterschrift, sowie diesem Stoffbeutel hier, dieser Tragetasche aus Baumwolle. Dann haben wir zwei Sticker, beide kreisförmig, so sehen die aus. Und natürlich das Album im regulären Jewelcase mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box zu persönlich von Lou Mara.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lumara unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.